Hi, Paul Kramer hier vom Videotech und herzlich willkommen zu meiner Rezension über das Beurer BC50 Blutdruckmessgerät fürs Handgelenk. Videocheck. Der reguläre Preis von dem Teil ist 49,99 und ich habe jetzt rund 29,99 waren das, glaube ich, bezahlt. Ich packe den Link natürlich unten in der Infobox mit rein. Also nicht wundern, die Preise schwanken. Aktuell, wie gesagt, ist das Teil im Angebot. Wie der Name es auch sagt, das ist fürs Handgelenk, also gerade für ältere Leute, wenn die jetzt zum Beispiel sich nicht ganz den Arm hochkrempeln wollen, aber selber einen groben Richtwert haben wollen, ist es natürlich ideal. Und wichtig ist natürlich, dass wir auch ein großes Display haben. Oh, wir sehen schon einen deutscher Hersteller, das heißt, wir haben ein halbes Buch Bedienungsanleitung. Allerdings sollte das Produkt immer so gut sein, dass man keine Anleitung dafür braucht. Und das sieht ja so schon mal ganz cool aus. Also wir bekommen das Teil in so einer Box, das finde ich auch klasse, weil meist ist es der Fall, dass man keine richtige Schachtel dabei hat und dann fliegt das Ding in der Schublade rum, wird dreckig und das ist ja schließlich ein Medizinprodukt, das heißt, so ein bisschen Hygiene sollten wir auf jeden Fall da schon haben, finde ich jedenfalls, auch wenn es bloß ein Blutdruckmessgerät ist. Wir sehen auf jeden Fall ein großes Display, das hat jetzt die Maße 56 x 54 mm. Ich lese ja auch immer gerne Rezensionen und in manchen Rezensionen stehen dann meist so Sachen wie drinne, das ist zerkratzt oder das ist kratzempfindlich, das ist meist nur die Folie, das ist eine Schutzfolie oben drauf. Die kann man zu Anfang natürlich auch drauf lassen, um das Gerät zu schonen. Allerdings, wenn man das in dieses Case reinpackt, dann hat man diese Probleme natürlich nicht. Was mir auf jeden Fall gefällt, wir haben schöne große Tasten. Natürlich müssen wir einmal zuerst die Batterien einlegen, die sind mit im Lieferumfang enthalten. Wir sehen auf jeden Fall, das hier ist CE geprüft und deutscher Hersteller und man sieht auch genau, wie man das Teil hier handhaben muss und auf welcher Höhe man das halten muss, also immer auf Höhe des Herzes. Klar sind Geräte, die am Oberarm befestigt sind, immer etwas genauer. Allerdings geht es hier um einen groben Richtwert, damit Oma zu Hause weiß oder sonst wer oder wer Probleme mit dem Blutdruck hat, wie es um ihr oder ihn steht und deswegen, wie gesagt, fürs Handgelenk, wegen der Einfachheit halt da. So, das Ganze schneiden wir natürlich an unseren Armen, also die Handfläche aufmachen, dann das Ganze einmal hier stramm ziehen, vorne einkletten, wieder umkletten. Und dann sitzt das Ganze relativ stramm und dann starten wir das Teil. Und der Vorteil ist natürlich, wenn wir das Gerät starten, es fängt ja sofort an zu arbeiten, zu messen. Und wir haben den weiteren Vorteil, dass wir das auch jederzeit wieder stoppen können. Also manche Geräte, da muss man erst Luft ablassen, eine Schraube drehen und hier geht automatisch die Luft wieder raus. So, er pumpt und pumpt. Jetzt fängt er an zu messen und sieht man mein Herz schlagen. Ich habe jetzt einen Wert 151 zu 100. 5. Wenn jetzt ein Arzt hier ist, ist das gut oder schlecht? Wir sehen auf jeden Fall an der Skala hier, der rote Bereich ist ganz schlecht, der grüne ist in Ordnung. Und wir sind hier im orangen Bereich, das ist nicht ganz so gut. Und wir haben auf jeden Fall, oder ich habe einen Puls von 81. Halt, stopp! Also, ich war jetzt gerade mal bei meiner Frau und ich habe mit ihr gesprochen, habe gesagt, ich bin todkrank, ich muss wahrscheinlich gleich ins Krankenhaus. Und da sagte sie, nein, du hast zwei Fehler gemacht. Nimm am besten die linke Hand. Ne, das ist die Hand, die dem Herzen mehr zugewandt ist. Und dann hat sie gesagt, ganz wichtig auf jeden Fall, nicht dabei reden. Also nicht die ganze Zeit reden, das verfälscht das Ergebnis. Und dann haut auf jeden Fall die zweite Messung jetzt hin. Und ich bin Gott sei Dank gesund. Die Review, die Rezension kann jetzt weitergehen. So, was sehen wir jetzt hier? Ich habe einen Blutdruck von 151 zu 105, einen Puls von 81. Und wir sehen jetzt auf jeden Fall, die erste Messung wurde gespeichert. Wir können bis zu 60 Speicher auf zwei Personen verteilen. Und dann kriegen wir auch den Durchschnittswert der letzten 7 Tage. Und hier ist diese Farbskala rot, orange, gelb und grün. Und an dieser Farbskala sehen wir, in welchem Bereich wir uns befinden, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und so kann ich das auf jeden Fall dokumentieren und ihm auf jeden Fall vorlegen. Da ist immer noch so ein Heftchen mit bei, da kann man seinen Blutdruck mit eintragen. Das kann man natürlich auch am PC in so eine Tabelle, aber dafür finde ich das auf jeden Fall in meinen Augen ideal. Was ich auf jeden Fall cool finde, ist, dass wir gewarnt werden, wenn das nicht richtig angelegt ist, wenn die Messung nicht richtig stattfinden kann, dann starten wir das Gerät einmal neu. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass das Ding richtig gut funktioniert und auch einen soliden und vernünftigen Eindruck macht. Und das reicht von der Größe vom Handgelenksumfang, das waren jetzt rund 13 bis 23 cm. Und wir sehen auf jeden Fall,
Mein Wert ist jetzt etwas besser geworden. Ich habe mich wohl ein bisschen beruhigt. Der Blutdruck geht runter, beziehungsweise der Puls geht auch runter. Schön ist natürlich, dass die Bedienungsanleitung in Deutsch ist. Und ich habe jetzt auch mal Bewertungen durchgelesen und die gecheckt. Das soll jetzt ungenau sein und ich kann das jetzt nicht bestätigen. Meine Frau ist Arzthelferin und die hat das auch ausprobiert schon und sagt, sie ist damit zufrieden. Also ist nicht schlecht. Klar ist für den Oberarm das immer ein bisschen genauer, aber für die Messung zu Hause, für einfach mal zwischendurch oder dass man das sich ein bisschen selbst überwachen kann, ist es in meinen Augen völlig okay. Und vor allen Dingen, was richtig cool ist, ist dieses Case, was mit dabei ist, wo man das alles wieder ordentlich reinpacken kann. Beim Reinpacken empfehle ich auf jeden Fall, dieses Klettband hier einmal über das Display zu machen. Dann zerkratzt auf jeden Fall das Gerät auch nicht, wenn das in der Schachtel drin ist. Rezensionen hin oder her, da steht drin, das Klettband würde nicht vernünftig halten. Damit hatten wir jetzt keine Probleme hier. Und das ist immer so eine Sache, ob das jetzt eine ehrliche Rezension ist, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich kann bloß sagen, dass das Ding hundertprozentig funktioniert. Wir hatten keine Probleme. Deutsche Anleitung ist mit dabei, sogar ein Blutdruckpass ist mit dabei. Für das Geld auf jeden Fall in meinen Augen top. Batterien mit inbegriffen, deswegen von mir auf jeden Fall 5 Sterne für meine Videocheck und Amazon Rezension. 3 Jahre Garantie ist auf jeden Fall auch der Hammer und deswegen, wer sich dafür interessiert, der Link ist unten in der Infobox mit drinne. Natürlich könnt ihr auch gerne einen Kommentar da lassen, wenn ihr auch schon so ein Gerät habt, wie ihr damit zufrieden seid. Und deswegen würde ich mich noch mehr freuen, wenn ihr mich abonniert, damit ihr kein Video verpasst und wir uns morgen wiedersehen hier auf Videocheck zu einem neuen Test. Bis dann. Euer Paul, bleibt sauber, ordentlich und anständig. Und gesund vor allen Dingen. Ciao.